Mein Name ist Ingrid Karsten und als ich vor 30 Jahren circa einen Kurs bei der Künstlerin Minu Gedina belegt habe, wusste ich nach einer halben Stunde, das ist das, was ich immer gesucht habe und auch gefunden habe. Ich male mit Leidenschaft und meistens sehe ich so aus, in Malklamotten. So kennt mich meine Familie, mein Mann und meine Freunde, meist noch mit schmutzigen Händen. Ich male nicht nur mit Pinsel, sondern auch mit meinen Händen, mit Spachtel und anderen Materialien. Mein Name ist Paul Goossens, ich bin noch für 24 Tage 68 Jahre alt und ich bin seit frühester Jugend und Kindheit begeistert von dem Naturprodukt Holz. Heute arbeite ich überwiegend mit Holz. Natürlich hier hat es mir gerade die Eiche angetan, aber auch Miranti, Buche oder Esche und auch Kirschbaum werden verarbeitet. Es werden auch Materialien wie Edelstahl oder Stahl eingebaut. Und ich bin durch einen Zufall an die Kunst geraten, dass ich mal irgendwo gesehen habe, wie jemand alte Weidefelder bearbeitet hat, gesägt hat. Das habe ich mir dann mal einen Faden mitgenommen und habe daraus erste Stelen erstellt. Und so ist dann nach 3 Jahren, die ich Kunstunterricht gehabt habe, sind die ersten Skulpturen entstanden. Und mache jetzt meine zweite Ausstellung. Freue mich ganz besonders darüber, dass also Frau Ingrid Karsten mich angesprochen hat, ob ich mit ihr die Ausstellung zusammen dann durchführen möchte. Und wir freuen uns beide darauf. Ja, sehr sogar. Meine abstrakten Bilder können bis zu 20 Schichten haben. Ich male meistens mit Acryl, aber auch mit Tusche, mit Spachtelmasse, mit Marmormehl, mit Laugen, Öle, Pigmente, wie man es hier auch sehen kann an dem Bild. Aber ich male auch sehr gerne bunte Frauenköpfe, zeige ich gleich mal, oder eben Akte. Aber Akte eben etwas konkret, aber dann wieder verfälscht, vielleicht manchmal 1, 2 Striche zu viel, aber ich finde, das macht gerade so ein Bild aus. Also das ist eins meiner abstrakten Bilder und hier sieht man auch diese dicke Strukturen. Das ist Marmormehl aufgerissen, wo ich vorher nicht weiß, wie es reagiert. Es wird dann behandelt mit Shellac oder auch mit Ölfarbe, mit Pigmenten oder auch mit Tusche, die dann wieder abgewischt wird und wieder was Neues kommt drauf. Und so harmoniert das eben. Es sind tolle Farben, erinnern so ein bisschen an Herbst. Herbstlaub, diese Töne auf jeden Fall. Ja, ich finde es einfach, erinnert auch so ein bisschen an Schlangenhaut, wenn man drüber fasst oder auch die Struktur. Und hier sieht man wieder Öle, die runterlaufen. Und ich male natürlich am liebsten auf großen Formaten, weil man dann noch kreativer sein kann. Anders ist es natürlich bei Köpfen, die müssen schon ganz konkret für mich sein. Zu Anfang, da müssen die Augen stimmig sein, die Nase muss passen, es muss ein sinnlicher Mund sein. Also ich male es erst so und dann verfälsche ich es. Dann kommt da Farbe drauf oder Sie werden das Bild auf der Ausstellung sehen und nicht wiedererkennen. Jetzt ist es halt so. Man sieht die Konturen, man sieht den tollen Mund und Augen, die auch wirklich verfolgen, ob man rechts, links oder mittig steht, die Augen schauen immer an. Eine Kunstlehrerin hat mal zu mir gesagt, alles was bei 3 nicht auf den Bäumen ist, kommt bei Ingrid aufs Bild. Also hier ist natürlich ein Bild aus meiner Hexenküche, etwas Experimentelles. Aber es ist ein Geheimnis, das verrate ich nicht. Hier wieder so ein bisschen wie Schlangenhaut, so aufgebrochene Details. Das ist mein absolutes Lieblingsbild. Das habe ich gemalt zu einer Zeit, als es mir nicht wirklich gut ging. Diese Frau hat aber so viel Dynamik, diese Figur, die ich mir damals gewünscht habe. Und aus dem Grund hat das solche Erinnerungen, die verkaufe ich nicht. Hier an diesem Bild sieht man natürlich die Dynamik der ganzen Struktur. Es ist ein tobendes Meer, aber trotzdem wieder ganz ruhig. Aber hier kommt so eine geballte Kraft raus. Ich liebe es, es ist einfach genial. Ja, ich habe angefangen, die ersten Skulpturen zu erstellen aus alten Weidefehlen, die man wunderschön bearbeiten kann, die bis zu 60 Jahre in der Erde gestanden haben, die also ihren Zweck erfüllt haben. Die habe ich bearbeitet. Es sind Skulpturen entstanden, die bis zu 1,80 Meter hoch sind. Das habe ich bei meiner ersten Ausstellung gezeigt. Jetzt habe ich ein paar kleinere Skulpturen erstellt, weil da auch der Wunsch nach war. Und habe das ganze Brett- und Würfelspiele genannt, wobei ich viel aus Brettholz und viel mit Würfeln gearbeitet habe. Da ist Kunst entstanden. Die Skulpturen sind jetzt bis zu 70, 80 cm groß und etwas ansprechender, etwas philosophischer in ihrer Ausführung. Ja, bei der Erstellung meiner Werke ist es oft so wie bei der Frage, was war eher da, das Huhn oder das Ei? Manchmal ist die Idee für einen Werkstoff da oder für eine Skulptur da, dann suche ich mir das passende Holzstück dazu. Manchmal finde ich aber auch ein Holzstück und daraus entsteht dann eine Idee. Hier ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese Geschichte. Ich habe also die Idee gehabt, hier diese Tropfenform zu erstellen als fertige Skulptur. Und im Vorhinein hat also das Werkstoff, aus dem die Skulptur entstanden ist, so ausgesehen. War also ein Holzabschnitt und daraus wird das dann gearbeitet mit viel Schneiden, mit viel Schleifen, mit groben Schleifen, mit feinen Schleifen, immer feiner und so ist dann diese Skulptur entstanden.